Unter den pranischen Substanzen gibt es ein paar Gemüsearten, die sehr, sehr pranisch sind. Die werden dir eine enorme Menge an Energie liefern und gleichzeitig deine Nerven sehr, sehr ruhig halten. All diese Dinge sind nur für die Menschen relevant, die ständig danach streben, ihr Leben zu verbessern, bessere Leistungen zu erbringen und eine andere Dimension des Lebens zu erschließen. In der yogischen Kultur klassifizieren wir Lebensmittel in drei Kategorien: positiv-pranisches, negativ-pranisches und null-pranisches Essen. Positives Prana bedeutet, es fügt dem System beim Konsumieren eine gewisse pranische Energie hinzu. Negatives Prana entzieht dem System Energie. Null fügt weder hinzu noch nimmt es weg. Es wird für den Geschmack und Lethargie gegessen. Wenn du also positiv-pranisches Essen isst, wird auf dynamische Weise Energie mitschwingen. Eine besondere Sache, die sehr, sehr positiv ist, ist der Wachskürbis. Der Wachskürbis ist sehr, sehr positiv. Ich denke, heutzutage hängt ihr ihn nur vor euer Haus und brecht ihn an der Straßenecke in drei und gebt ihm den Büffel, aber ihr esst ihn nicht. Nein, das muss gegessen werden. Weil dieses Gemüse eine so hohe pranische Energie hat, stellt ihr es vor euer Haus, damit es dort eine schöne Energie gibt. Aber wenn da so viel Energie drin ist, wäre es nicht gut, sie in dich hineinzutun? Es ist gut, sie in dich hineinzutun, besonders wenn du es trinkst. Es gibt viele Experimente dazu. Wenn du jeden Tag ein Glas Wachskürbissaft trinkst, sinkt die Anzahl der Krebszellen in deinem Körper dramatisch. Und du wirst deutlich sehen, dass sich dein Intellekt stärken wird. Besonders Kinder müssen Wachskürbissaft trinken. Beim täglichen Verzehr von Wachskürbis wirst du deutlich sehen, dass dein Verstand klarer und schärfer ist. Das wird sich nach wenigen Wochen Verzehr von Wachskürbis bemerkbar machen. Du wirst sehen, du trinkst morgens Kaffee und erhältst Energie mit Unruhe. Du trinkst ein Glas Wachskürbissaft, es gibt dir enorm viel Energie, gleichzeitig hält es sich sehr, sehr ruhig. Man sollte so viel wie möglich davon konsumieren. Aber diejenigen von euch, die Asthmatiker sind, die anfällig für Erkältungen und Husten sind, wenn ihr Wachskürbissaft konsumiert, könntet ihr sofort eine Erkältung bekommen, weil es das System kühlt. Wenn das also ein Problem ist, sollten solche Leute immer etwas Honig oder Pfeffer zum Wachskürbissaft geben und ihn so trinken. Dies wird den Kühleffekt des Wachskürbisses in gewissem Maße neutralisieren. Als wir zum Überleben aßen, aßen wir alles, was wir in die Hände bekommen konnten. Jetzt, da wir die Wahl haben, müssen wir entscheiden, was für den Körper am besten ist. Wenn wir uns nicht so entscheiden, werden wir irgendwie dahin leben und sterben. All diese Dinge sind nur für die Menschen relevant, die ständig danach streben, ihr Leben zu verbessern, bessere Leistungen zu erbringen und eine andere Dimension des Lebens zu erschließen. Wenn dieses Anliegen besteht, ist es sehr, sehr wichtig, welche Art von Lebensmittel oder Kraftstoff du in diese Maschine steckst.